Hallo, ich bin's wieder, euer Dennis Elektronik. Ich möchte euch heute mal eine Mikrowellentrafo zeigen, wie man damit Lichtbögen macht. Zuerst haben wir hier hinten den Stromanschluss. Dann geht er hier zum FI, Hauptsicherung. Dann geht er zur anderen Sicherung, zur meiner Kontrollsicherung. Dann sind hier die Anschlüsse. Hier sieht man es, glaube ich, noch hier. Da ist der Mikrowellentrafo. Da sind die Anschlüsse. Dann haben wir hier Hochspannungsausgang. Da hinten ist auch noch Hochspannungsausgang. Hier geht er zu meiner anderen Elektrode. Und da ist hier an die zweite Elektrode. Hab an die Röhre dran gemacht. Hier sind 3 Volt Wicklung. Da mache ich noch eine kleine Birne dran. Und jetzt machen wir ihn mal an. Dafür tue ich jetzt mal die Kamera an einen sicheren Ort. Jetzt habe ich gewartet. So. Jetzt ist gerade, sorry, dass gerade die Kamera runtergefallen ist. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt den Lichtbogen gesehen. Wenn nicht, dann mache ich ihn jetzt nochmal. Ich hoffe, die Kamera hält. So, hier ist es. Alles aus? Ja gut. Hier ist das Ding. Die zweite Elektrode. Und das die andere. Jetzt machen wir mal an. Habt ihr es gesehen? Machen wir nochmal. Aus und Stecker ziehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Dennis Elektronik.